Heute machen wir wieder schweres Kreuzheben bis 315 Kilo und wir sprechen mal ganz kurz darüber, was mir zum Beispiel beim Kreuzheben richtig gut geholfen hat. Einen wunderschönen guten Tag von der Sassensportserver, der starkelte Mann aus dem Internet. Und wir machen heute Kreuzheben. Ja, wieder das Wochenhighlight. Von wegen. Nein, aber ich will wirklich heute 315 nehmen, also wieder 5 Kilo steigern. Ich versuche, die Steigerungsrate so beizubehalten, zumindest beim Kreuzheben und bei der Kniebeuge. Ob das klappt, dazu müsst ihr das Video schon bis zum Ende schauen. Naja, aber ich bin mal gespannt. Der erste Satz fängt gleich gut an. 4 rote Platten pro Seite, 220 Kilo, ist schon für den einen oder anderen ein gutes Gewicht. Für mich auch. Also es ist jetzt nicht so, also man muss jedes Gewicht ernst nehmen. Ne? Weil Verletzungen können trotzdem passieren, wenn man das irgendwie nicht ernst nimmt oder rumalbert oder sonst irgendwas. Nein, das sind über 4 Zentner, das sind 220 Kilo, das ist eine Menge Gewicht, die auf dem Körper lastet. Und nehmt es ernst. So, und ich werde jetzt nebenbei das doch nicht reinstecken, genau. Erstmal die Dinger hier drum machen, weil ohne Zughilfen kann ich das leider nicht mehr heben. Es wäre echt schön, wenn ich mit meinen dicken Wurstfingern im Double Overhand besser wäre. Aber mehr als 200 Kilo mit der normalen Stange sind leider nicht drin. So, jetzt geht's los. Yay! Ich muss dazu sagen, ich habe schon seit ein paar Tagen ein bisschen Kopfschmerzen. Heute ist es recht wenig. Mal gucken, ob das so bleibt oder jetzt im Laufe des Trainings schlimmer wird. Drückt mir die Daumen. Ich kriege übrigens immer mal wieder Fragen, ob Übung XY gut wäre, um in einer anderen Übung, einer der Hauptlifts, besser zu werden. Zum Beispiel jetzt vor kurzem war die Frage, ob Dips gut wären, um im Locklift stärker zu werden. Und da kann ich so eine halbwegs generelle Aussage mal treffen. Jetzt nicht nur auf die Dips bezogen, sondern auf alle Übungen. Es ist dann sinnvoll, wenn die Übung, die ihr als Alternative macht oder als Zusatz, ähnlich der Übung ist, in der ihr euch verbessern wollt. Ne? Es bringt zum Beispiel nichts oder nicht so viel, wie man denkt, wenn man den Trizeps am Turm malträtiert bis zum Abwinken, um im Bankdrücken stärker zu werden. Ihr werdet einen schönen großen Trizeps kriegen, ihr werdet auch einen starken Trizeps kriegen, aber ihr müsst es trotzdem übertragen können auf das Bankdrücken. Also ist es besser, lieber eine Übung zu wählen, die dem Bankdrücken nahe kommt. Zum Beispiel sehr enges Bankdrücken, um Trizepsbelastung zu erhöhen. Bankdrücken mit Reverse-Bändern zum Beispiel, um im Lockout mehr Widerstand zu haben und so weiter. Ist 1000-mal effektiver, als den Trizeps tot zu pumpen. Das könnt ihr machen, um einen schönen dicken Arm zu kriegen, das ist keine Frage. Aber effektiver, um wirklich im Bankdrücken besser zu werden, ist es dann wirklich solche Sachen zu trainieren wie enges Bankdrücken, Bankdrücken mit Reverse-Bändern, Boardpress und so weiter, um halt wirklich das zu verbessern, wo das Problem ist. Das ist bei jeder der Hauptlift so, egal ob Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, Locklift und so weiter. Möglichst dicht an die Originalbewegung ran, um halt einmal neuronal die Anpassung zu haben. Und damit die Muskelgruppen auch alle vernünftig zusammenspielen, weil das sind alles Mehrgelenksübungen. Ihr trainiert ja nicht nur den Trizeps. Das ist ja Brust, Schulter, Trizeps zum Beispiel beim Bankdrücken, die hauptsächlich zusammenarbeiten müssen. Und es bringt nichts, wenn jeder sein Teil oder sich für sich aus stark ist, aber keine Zusammenarbeit da ist. Ne? Das funktioniert ja nicht. So, und jetzt 252 Kilo für 4. Zentner merkt man dann schon. Jetzt, wo wir gerade darüber gesprochen haben, habe ich eine super Idee.
Lasst uns doch mal gucken, was zum Beispiel wirklich hilfreiche Übungen sind, die mir zum Beispiel geholfen haben. Ich werde auch mal ein Video hier oben verlinken zu dem Thema. Da habe ich mir schon mal eins gemacht, besonders fürs Kreuzheben. Aber ich greife gerne nochmal so ein paar Themen auf, die ich persönlich gut fand, die mir geholfen haben. Zum einen war das Kreuzheben mit Reverse-Bändern. Die habe ich dann ungefähr so auf diese Höhe festgemacht, sodass die ungefähr ab Kniehöhe die Spannung verlieren und das wirklich nur von unten raus ein bisschen mithelfen. Simulieren so ein bisschen Kreuzhebeanzug eventuell, also für Equipmentheber auch interessant. Aber auf jeden Fall deutlich gut für den Lockout, weil ich häufiger mal das Problem hatte früher, dass ich bis zu den Knien gekommen bin und dann das Hüftevorschieben problematisch war. Das ist natürlich genau dann wird es schwer. Man hat von unten ein bisschen mehr Speed und kann sich dann schön durcharbeiten. Und man passt sich neuronal dem Ganzen an, mehr durchzuziehen. Und das ist eine Übung, die hat mir wirklich viel geholfen. Ich habe das zum Beispiel immer so kombiniert, zum Beispiel 3x5 klassisch gehoben mit 70% von 1 RM und dann nochmal 2x5 mit den Reverse-Bändern mit 20 bis 25 Kilo mehr Gewicht. Ja, weil es ungefähr das war, was die Reverse-Bänder unten weggenommen haben. Das heißt, ich hatte unten quasi immer noch das gleiche Gewicht wie in den Sätzen davor, aber dann später 25 Kilo mehr. Ne, im Lockout. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Man darf es halt nicht zu sehr übertreiben. Es belastet das ZNS. Was auch das ZNS belastet, sind Dreier. Jetzt mit 267,5. Und die machen wir jetzt erstmal und danach erzähle ich euch dann noch weiter, was man noch so für Übungen machen kann, die mir zum Beispiel geholfen haben. Läuft doch gut. Ah, ich glaube, nächster Satz wären ja schon über 280. Ein Spaß, aber dann sind es auch nur 2 Reps. 283,5 Kilo für 2. Ja, sind schon. Jetzt kommen wir doch echt schnell vorwärts. Set escalated quickly. Oh my goodness. Ja. Was mir übrigens noch geholfen hat, steifbeiniges Kreuzheben. Ich habe das gerade, wo ich noch ein bisschen mehr Richtung Powerlifting trainiert habe, habe ich ja 2 bis 3 Mal die Woche gehoben in verschiedenen Intensitäten. Es gibt ja dieses HLM, High Low Middle von der Belastung und das funktioniert ziemlich gut. Man darf halt nur nicht und man sollte nicht alles High an einem Tag machen von den 3 Übungen. Aber so kann man halt die 3 Übungen ganz gut an einem Tag absolvieren. Macht eine High, eine Low, eine Middle und verteilt das über die Woche, dass man jeden Tag halt eine andere schwer macht und dann dementsprechend mit wenig und mittlerer Belastung. Und steifbeiniges Kreuzheben war halt eine Übung, die auch sehr, sehr viel gebracht hat, gerade hinten für die Beinbeuger logischerweise und mir auch geholfen hat, beim Kreuzheben deutlich stärker zu werden, da ich ja generell auch gefühlsmäßig eher mehr Richtung Stiff Legged hebe. Viele sagen immer, oh, du hebst ja steifbeinig. Nee, das sieht nur so aus wie mein kurzen Kackbein und meinem langen Rumpf. Also das ist halt so von den Hebeln ist das bei mir ganz komisch, weil auch die kurzen Arme und deswegen, ach, ist auch egal. Auf jeden Fall hat mir das sehr viel geholfen und ja, steifbeiniges Kreuzheben, ganz, ganz wichtig. Ich habe das immer so mit, ja, ich sag mal, wenn ich mit 250 oder 270 gehoben habe, so mit 200 Dreier gemacht, das muss auch nicht viel sein, ja, dass man wirklich so 3x3 noch macht mit einem Gewicht, was schon recht fordernd ist, zum Beispiel so mit 60% von 1 RM, 50%, naja, 50 ist wie 60% von 1 RM. Und dann sich auch Stück für Stück hocharbeitet. Das hat auch sehr, sehr viel gebracht. Und jetzt bringen die 283,5 eine Menge. Das wird ein Spaß. Das war jetzt aber schon schwerer, als ich erwartet habe. 3,15 im nächsten. Jetzt könnt ihr euch schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob ich es schaffe. Ach, und an dieser Stelle, wenn ihr schon Kommentare schreiben wollt, schreibt mal rein, was ihr so für Themen, Fragen oder sonstiges habt. Ich greife das gerne entweder in den Shorts auf, wie ich es jetzt mittlerweile schon angefangen habe, oder auch hier in dem Video, wenn es umfangreicher ist. Ich freue mich
auf alles, was ihr mir dazu tragt. Vielen Dank schon mal dafür. Yes! 315 Kilo. Ich musste erstmal jetzt kurz in mich gehen vorher. Deswegen, sorry, dass ich da nicht so viel gequatscht habe. Fokus, Fokus, Fokus und geil. Also ich habe mich verheddert. Ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt noch so gut kommen, weil die 283,5 doch schon ein bisschen schwerer waren. Ich muss sagen, ich hatte jetzt ein bisschen länger Pause. Ich musste kurz oben mit meiner Frau wegen der Kleinen mithelfen. Hat manchmal auch seine Vorteile. Ja, auf der einen Seite ist man ein bisschen abgelenkt, auf der anderen Seite so 2-3 Minuten mehr Pause machen sich bemerkbar. Übrigens auch ein Tipp fürs Kreuzheben nochmal, ruhig mal ein bisschen mehr Pause machen. Auch beim Wettkampf habe ich es teilweise gemacht, dass ich bis zum ersten Versuch 20, 25 Minuten Luft hatte. Das macht sich dann auch bezahlt. Ja, und ansonsten bin ich jetzt mega happy, dass das Training so gut geklappt hat, die 3:15 geklappt haben. Also ich sag mal so, dieses 5-4-3-2-1 System kriegt für mich so Prädikat besonders wertvoll. Ja, also es funktioniert momentan wirklich super gut. Gut, ich trainiere noch einmal die Woche. Wenn man mehrmals trainiert, müsste man gucken, wie gut das funktioniert mit den Regenerationszeiten. Aber so für einmal die Woche, alles 3 in einem Tag, läuft das echt mega gut. Ja, also ich kann mich nicht beschweren. So, Bankdrücken wärme ich mich ja schon auf, wie man sieht. Und Kniebeuge kommt auch noch. Gucken, ob es da auch so gut läuft. Aber das ist ein Fall für ein anderes Video. Ich hoffe natürlich, dieses Video hat euch gefallen. Deswegen lasst ein Like da und am besten noch ein Abo dazu. Schaut in die Videobeschreibung, da sind ganz tolle Links für euch. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Sport und schaut diese Videos hier auf dieser Seite. Bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll.